Hallo und herzlich willkommen zu Sternenlicht, dem Podcast der Sternwarte St. Andreasberg. Wissenschaft, Natur und Kultur barrierefrei erleben, das ist unser Motto und das sind auch die Themen in diesem Podcast. Wir sind die Mitglieder der Sternwarte St. Andreasberg e.V. und wünschen dir eine gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sternenlicht. Mein Name ist Christoph. Und ich bin dein Gastgeber für diese Folge. In der ersten Folge haben wir uns die Sternbilder am Winterhimmel angesehen und den Orionnebel vorgestellt. Einen der hellsten und bekanntesten Nebel am Himmel. In dieser Folge wollen wir noch mehr über den Orionnebel erfahren, aber auch zwei weitere Nebel kennenlernen, die in der Nähe des Orion zu finden sind. Den Flammennebel und den Pferdekopfnebel. Was sind diese Nebel? Wie wurden sie entdeckt und was macht sie so faszinierend? Genau das erfährst du in dieser Folge von Sternenlicht. Bevor wir beginnen, möchte ich dich daran erinnern, dass dieser Podcast von einem gemeinnützigen Verein rein ehrenamtlich produziert wird. Ein Verein, der sich der Förderung der Astronomie und der Bildung im Harz widmet. Die Sternwarte St. Andreasberg hat gleich mehrere große Projekte vor sich. So muss unser Standort samt Haus und Gelände dringend verbessert werden. Auch der Bau oder Kauf einer eigenen Sternwartenkuppel ist nötig, um den Besuchern noch bessere Beobachtungsmöglichkeiten zu bieten. Bei unseren Anschauungsobjekten möchten wir gerne einige echte Meteorite kaufen, damit wir unseren Besuchern ein Stück vom Universum buchstäblich in die Hände legen und auch über den Tastsinn zugänglich machen können. Dazu kommen Kameras, die Meteore in der Atmosphäre sichtbar und ergänzt durch weitere Technik auch hörbar machen können. Und nicht zuletzt müssen in einer Sternwarte viele Dinge immer wieder gewartet, repariert und gelegentlich ausgetauscht werden. Für genau solche Projekte braucht die Sternwarte deine Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du die Sternwarte unterstützen möchtest, dann besuch doch bitte unsere Webseite, die du unten in der Beschreibung findest und spende, was du kannst. Jeder Betrag zählt und hilft uns, unser Ziel zu erreichen. Vielen Dank für deine Großzügigkeit. Nun aber zurück zu unserem Thema, den Nebel im Orion. Der Orion ist eines der auffälligsten Sternbilder am Himmel und leicht zu erkennen an seinen vier hellen Sternen, die ein Rechteck bilden, und den drei Sternen in der Mitte, die den Gürtel des Orion darstellen. Der Orion ist ein Jäger in der griechischen Mythologie, der von einem Skorpion gestochen und an den Himmel versetzt wurde. Der Skorpion ist ebenfalls ein Sternbild, das aber nur im Sommer sichtbar ist und genau auf der gegenüberliegenden Seite des Himmels vom Orion zu finden ist. Der Orion ist also ein typisches Wintersternbild, das vom November bis März am besten zu sehen ist. Der Orion ist aber nicht nur wegen seiner Form interessant, sondern auch wegen der vielen Objekte, die er enthält. Der Orion enthält nämlich riesige Sternentstehungsregionen, in der sich aus Gas und Staub neue Sterne bilden. Diese Sterne leuchten dann das umgebende Material an und erzeugen so die wunderschönen Nebel, die wir mit Teleskopen sehen können. Ein Nebel ist eine Wolke aus Gas und Staub im Weltraum, die oft von Sternen angestrahlt oder ionisiert wird. Es gibt verschiedene Arten von Nebeln, je nach Form, Farbe und Zusammensetzung. Einige Nebel sind Überreste von explodierten Sternen, andere sind Geburtsstätten von neuen Sternen. Der bekannteste Nebel im Orion ist, wen wundert's, der Orionnebel, auch M42 genannt. Er befindet sich im Schwert des Orion
unterhalb des Gürtels. Er ist etwa 1350 Lichtjahre von uns entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 24 Lichtjahren. Das heißt, er ist so groß, dass man 24 Jahre brauchen würde, um ihn mit Lichtgeschwindigkeit zu durchqueren. Falls du die erste Folge nicht gehört hast, Lichtgeschwindigkeit ist die schnellste Geschwindigkeit, die im Universum überhaupt möglich ist und beträgt sehr grob gerundet etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Der Orionnebel ist also ein gigantisches Objekt, das aber trotzdem so weit weg ist, dass er nur wie ein kleiner verschwommener Fleck am Himmel erscheint. Wenn man ihn mit einem Teleskop betrachtet, dann öffnen sich ganz neue Welten. Orionnebel ist ein sogenannter Emissionsnebel. Das heißt, er leuchtet selbst, weil er von heißen jungen Sternen ionisiert wird. Ionisierung bedeutet, dass die Elektronen von den Atomen getrennt werden, indem sie Energie von den Sternen erhalten. Diese Energie wird dann als Licht abgegeben, wenn die Elektronen wieder zu den Atomen zurückkehren. Der Orionnebel leuchtet hauptsächlich in Rot, weil er viel Wasserstoff enthält, der rotes Licht aussendet, wenn er ionisiert wird. Aber er hat auch andere Farben wie Blau, Blaugrün oder Rosa, die von anderen Elementen wie Sauerstoff, Stickstoff oder auch Helium stammen können. Der Orionnebel ist eine aktive Sternentstehungsregion, in der sich aus dem Gas und Staub neue Sterne bilden. Diese Sterne sind noch sehr jung, einige sind erst wenige Millionen Jahre alt. Für kosmische Zeitskalen ist das wirklich sehr wenig. Zum Vergleich, unsere Sonne ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt. Die jungen Sterne im Orionnebel sind sehr heiß und hell. Man könnte sagen, die jungen Wilden und gehören meist zur sogenannten O-Klasse oder B-Klasse. Das sind Sterne, die viel größer und schwerer sind als unsere Sonne und eine viel kürzere Lebensdauer haben. Sie verbrauchen ihren Brennstoff sehr schnell und können nach einigen Millionen Jahren schon explodieren. Unsere Sonne hingegen wird noch etwa 5 Milliarden Jahre leben und dann zu einem roten Riesen und schließlich zu einem weißen Zwerg werden. Die jungen Sterne im Orionnebel sind nicht gleichmäßig verteilt, sondern bilden Gruppen oder Cluster. Der bekannteste Cluster im Orionnebel ist der Trapez-Cluster, der aus 4 hellen Sternen besteht, die ein Trapez bilden. Diese Sterne sind so hell, dass man sie sogar mit einem kleinen Teleskop sehen kann. Der Trapezcluster ist aber nur die Spitze des Eisbergs, denn es gibt noch viele andere Sterne im Orionnebel, die man nur mit größeren Teleskopen oder mit speziellen Kameras sehen kann. Insgesamt schätzt man, dass es etwa 2000 Sterne im Orionnebel gibt. Die meisten davon sind noch im Entstehungsprozess und von einer Hülle aus Gas und Staub umgeben. Diese Hüllen nennt man protoplanetare Scheiben, weil sie das Material enthalten, aus dem sie später Planeten bilden können. Der Orionnebel ist also ein Ort, an dem nicht nur Sterne, sondern auch Planeten entstehen können. Es könnten dort also gerade ganze Welten und Sonnensysteme in Entstehung sein. Orionnebel wurde schon vor langer Zeit von Menschen beobachtet, aber erst im 17. Jahrhundert als Nebel erkannt. Der erste, der ihn als solchen beschrieb, war der französische Astronom Nicolas-Claude Fabre de Perez im Jahre 1610. Er benutzte ein kleines Teleskop, das er selbst gebaut hatte. Und der Selbstbau von Teleskopen ist ja bis heute so etwas wie eine ganz eigene Disziplin, speziell unter Hobbyastronomen. Und dort bemerkte er, dass der Fleck im Schwert des Orion kein Stern, sondern ein nebliges Objekt war.
Er nannte es ein Nebulus, ein Wort, das vom lateinischen Nebula für Wolke abgeleitet ist. Später wurde der Orionnebel auch von anderen Astronomen wie Christian Huygens, Giovanni Cassini oder Charles Messier beobachtet und beschrieben. Messier war es auch, der ihm die Nummer 42 in seinem berühmten Katalog von nebligen Objekten gab, die er erstellt hatte, um sie nicht mit Kometen zu verwechseln. Und dieser Katalog ist bis heute in Verwendung. Der Orionnebel ist also auch als M42 bekannt, wobei M eben für Messier steht. Der Orionnebel ist nicht der einzige Nebel im Orion. Es gibt noch zwei weitere, die sehr interessant sind. Der Flammennebel und der Pferdekopfnebel. Beide befinden sich in der Nähe des linken Sterns im Gürtel des Orion, der Alnitak heißt. Alnitak ist ein arabisches Wort, das der Gürtel bedeutet. Alnitak selbst ist ein sehr heller Stern, der etwa 800 Lichtjahre von uns entfernt ist und einen Durchmesser von etwa 20 Mal dem unserer Sonne hat. Er ist auch ein Doppelstern, das heißt, er besteht eigentlich aus zwei Sternen, die sich gegenseitig umkreisen. Nur aufgrund der großen Entfernung sieht es im ersten Moment so aus, als sei es nur ein Stern, was aber eine Täuschung ist. Einer dieser Sterne ist ein sogenannter Wolf-Rayet-Stern, ein sehr seltener und extrem heißer Stern, der starke Winde ausstößt, die das umgebende Material beeinflussen. Flammennebel, auch NGC 2024 genannt, ist ein Emissionsnebel, der seine rote Farbe vom ionisierten Wasserstoff bekommt. Er sieht aus wie eine Flamme, die aus dem Gürtel des Orion herausragt. Der Flammennebel ist etwa 1500 Lichtjahre von uns entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 30 Lichtjahren. Er ist eine weitere Sternentstehungsregion, in der sich aus dem Gas und Staub neue Sterne bilden. Diese Sterne sind aber noch sehr jung und versteckt, sodass man sie nur mit Infrarot- oder Radioteleskopen sehen kann. Der Flammennebel wird von Alnitak angestrahlt und ionisiert, aber auch von seinem starken Sternwind beeinflusst. Dieser Sternwind erzeugt eine Schockwelle, die das Gas und den Staub im Flammennebel zusammendrückt und so die Sternentstehung noch weiter beschleunigt. Wenn du dir diesen Podcast noch einmal bei YouTube oder Spotify anschaust, wo es ihn auch als Video gibt, dann kannst du dir auch einige Bilder der Astrofotografen unserer Sternwarte ansehen. Der Flammennebel wurde im Jahr 1786 von dem deutsch-britischen Astronomen William Herschel entdeckt, der ihn als eine sehr große, neblige Flamme beschrieb. Er gab ihm die Nummer 2024 in seinem Katalog von nebligen Objekten, der später als der New General Catalog, kurz NGC, bekannt wurde. Der Flammennebel ist also auch als NGC 2024 bekannt. Der Flammennebel ist nicht allein. Er hat einen Nachbarn, der ebenfalls sehr interessant ist. Der Pferdekopfnebel. Der Pferdekopfnebel, auch B33 genannt, ist ein sogenannter Dunkelnebel, das heißt, er leuchtet nicht selbst, sondern blockiert das Licht der dahinterliegenden Sterne. Er sieht aus wie ein Pferdekopf, der aus dem Gas und Staub herausragt. Er befindet sich ebenfalls in der Nähe von Alnitak, aber etwas weiter rechts vom Flammennebel. Er ist etwa 1600 Lichtjahre von uns entfernt und hat eine Größe von etwa 3 Lichtjahren. Er ist eine kalte und dichte Wolke aus Gas und Staub, die sich vor einem hellen Emissionsnebel namens IC 434 befindet. IC 434 ist ein roter Nebel, der von Alnitak angestrahlt und ionisiert wird. Der Pferdekopfnebel ist also ein Schatten, der vor einem leuchtenden Hintergrund sichtbar wird. Der Pferdekopfnebel wurde im Jahr 1888 von der amerikanisch-schottischen Astronomin Wilhelmina Fleming entdeckt, die ihn auf einer Fotoplatte erkannte, die vom Harvard College Observatorium gemacht wurde. Sie gab ihm die Nummer 33 in ihrem Katalog von nebligen Objekten, der später als der Bernard-Katalog oder B bekannt wurde.
Und ja, irgendwie braucht jeder Astronom seinen eigenen Katalog, aber das wäre vermutlich ein ganz eigenes Thema für eine spätere Folge. Der Pferdekopfnebel ist also auch als B33 bekannt, wobei B eben für Bernard steht. Der Pferdekopfnebel ist einer der berühmtesten und beliebtesten Nebel am Himmel, weil er so fotogen ist. Er ist aber auch sehr schwer zu beobachten, weil er sehr lichtschwach ist. Man braucht ein großes Teleskop und lange Belichtungszeiten oder eine sehr empfindliche Kamera, um ihn zu sehen. Er ist also eher ein Objekt für schon fortgeschrittene Astronomen und Fotografen, die viel Geduld und Geschick haben. Aber die Astrofotografen der Sternwarte St. Andreasberg haben auch vom Pferdekopfnebel einige Bilder gemacht, die du bei Spotify oder YouTube sehen kannst. Der Pferdekopfnebel ist nicht nur schön anzusehen, er ist auch ein Objekt, an dem sich neue Sterne bilden können. In seinem Inneren gibt es einige protostellare Objekte, das sind Vorläufer von Sternen, die noch nicht genug Druck und Temperatur erreicht haben, um die Kernfusion zu starten. Diese Objekte sind noch von einer dicken Hülle aus Gas und Staub umgeben, aber irgendwann werden sie zu richtigen Sternen werden und vielleicht sogar Planeten haben. Der Pferdekopfnebel ist also ein Beispiel dafür, wie aus Dunkelheit Licht entstehen kann, wie aus Chaos Ordnung und vielleicht auch wie aus Materie Leben entstehen kann. Er ist ein Symbol für die Schöpfungskraft des Universums, die uns immer wieder staunen lässt. Wenn du mehr über die Nebel im Orion erfahren möchtest, dann besuche die Sternwarte St. Andreasberg, wo du sie mit eigenen Augen sehen kannst. Die Sternwarte bietet regelmäßig öffentliche Abende an, bei denen du die Wunder des Himmels erleben kannst. Der nächste öffentliche Termin ist Samstag, der 2. März 2024, ab 18 Uhr. Bei diesen Astroabenden gibt es immer ein kleines Vortragsprogramm und bei freier Sicht zum Himmel anschließend die Möglichkeit, durch die Teleskope der Sternwarte zu sehen. Die jeweils aktuellen Themen unseres Vortragsprogramms findest du auf unserer Webseite unter www.sternwarte-sankt-andreasberg.de. Eine Anmeldung ist immer sehr zu empfehlen, da die Plätze begrenzt und Termine oft frühzeitig ausgebucht sind. Denke bitte auch daran, dir rustikale Kleidung für die Höhenlage des Harzes mitzubringen und rechne damit, dich 10 Grad Celsius wärmer anzuziehen, als es die Temperaturskala vielleicht gerade vorschlägt. Wenn du mehr über die Astronomie erfahren möchtest, dann bleib dran und hör dir die nächsten Folgen von Sternenlicht an, dem Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise durch den Harzer Nachthimmel und dir die Schönheit der Wissenschaft und Astronomie zeigt. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir klare Nächte und viel Spaß beim Sternegucken. Tschüss und wie die Astronomen sagen, clear skies. Dein Christoph von der Sternwarte St. Andreasberg.